Aufgrund meiner Vorausbildung habe ich mich dazu entschieden, diese Ausbildung anzufangen, weil sie sehr vielseitig ist und das Luzerner Kantonsspital hat sich da mit den vielen Fachgebieten perfekt angeboten. Also unsere Tätigkeit im Spital ist, dass man am Morgen eingeteilt wird, in welchem Saal man ist. Und dann arbeiten wir in einem kleineren Team, das zweite. Und dann macht man eigentlich ab, wer steril am Tisch ist und wer tut unsteril rundum alles organisieren, die OP-Dokumentation machen und während der Operation tut ihr dann die steril instrumentieren und ist für den Chirurg zuständig. Und nach der Operation dann einfach wieder vorbereiten für die nächste Operation. Was ein Mensch muss mitbringen für die Ausbildung ist sicher Offenheit. Man muss zum Teil auch sehr flexibel sein, da man nach der Ausbildung sicher auch Schicht arbeitet. Aber das Wichtigste finde ich eigentlich das Interesse am Mensch, an der Medizin und das Interesse daran, immer Neues zu lernen und weiterzukommen. In so einem grossen Team sich zu bewegen und einander zu unterstützen, das ist einfach, ja, ist für mich einfach, es ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit und das ist jetzt sehr hier im Kantonsspital. Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil es mega spannend ist. Man sieht jeden Tag Neues. Und in erster Linie finde ich es schön, dass man Hand in Hand eigentlich mit Chirurg, mit Anästhesie-Team und Pflegeassistenten versucht, den Patienten zu helfen. Es ist wirklich jeden Tag anders. Auch wenn man schon jahrelang in einem Team arbeitet. Es ist so vielseitig. Man lernt immer wieder etwas Neues jeden Tag. Und das ist das, was ich an diesem Beruf so interessant finde.